Allein. Ich weiß nicht, wie ich dir sagen soll, Jody, also sag ich's dir einfach. Mama und ich wurden versetzt und müssen weg von der Basis. Wir würden dich gerne mitnehmen, aber wir glauben, alle hier glauben, dass es für dich besser ist, wenn du hier bleibst bei Professor Dawkins. Alter, was ist los mit der Kamera? Natürlich besuchen wir dich so oft wie möglich. Und wenn es dir besser geht, dann kannst du auch wieder nach Hause kommen. Okay? So ist es das Beste. Nur zur Info. Ich mach auf Wiedersehen. Hier gar nichts. Du schaffst das, mein Schatz. Ich weiß, es ist schwierig. Aber bestimmt wird alles gut. Hoffentlich. Wir sollten gehen, Susan. Lass mir bitte eine Minute, Philipp. Los, komm. Du fühlst. Aber das war die richtige Entscheidung. Und so viel Prozent der Anspieler haben diesen Weg genommen. Jodys Vater gewürgt. 62%. Kann man nachvollziehen, denn irgendwie liegt ihm ja fast gar nichts an uns. Die Mutter hat uns wenigstens lieb und mag uns und ist sichtlich traurig, dass wir alleine zurückbleiben müssen, von daher kann man das nachvollziehen. Navajo. Monument Valley. Ich bin total erledigt und durstig. Und ich habe keinen Schimmer von diesem verfluchten Ort, also sei mal nett und gönn mir eine Pause, okay? Wo zum Teufel sind wir jetzt hier gelandet? Und wohin wohnen wir?
scheint mir fast so wie das Death Valley zu sein. Mitten in der Wüste. Oh shit. Da habe ich zu spät gesehen, welche Taste ich drücken musste. Oh Mann. Wahrscheinlich hätte der uns mitgenommen. Okay. Leider nicht. Es wird alles wieder gut. Ich bin mitten im Nirgendwo. Ich sterbe vor Durst. Und alles ist für den Arsch. Aber alles wird gut. Hoffentlich. Lass mich in Ruhe, Aiden. Was? Ist okay, Aiden. Werd jetzt bloß nicht nervös. Ob das so eine gute Idee ist? Okay, mal schauen, können wir irgendwas machen? Schafe. Hier drin sind ein paar Leute. Ein Pferd hat's auch. Ich schätze mal, ein Pferd zu stellen ist nicht gerade gut. Und können wir offensichtlich auch gar nicht. Dann bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als mal anzuklopfen. Oh, ganz ruhig, Junge. Ich will doch nichts tun. Ganz ruhig. Lass ihn in Ruhe, Aiden. Wasser. Wasser ist gut. Ich möchte kurz schauen, wohin der Hund gegangen ist. Und dann gehen wir gleich rein. Oder klopfen an. Okay. Wir können hier gar nichts machen. Gut. Dann klopfen wir jetzt mal an der Haustür. Mal schauen, ob es nette Leute sind oder ob sie uns verjagen werden.
Hey, tut mir leid, wenn ich so reinplatze. Ich bin auf der Suche nach einem Platz für die Nacht und ich wollte Sie bitten. Du kannst hier nicht bleiben. Sorry. Kann ich nicht für die Nacht in der Scheune bleiben? Bitte, ich meine versprochen, morgen früh bin ich wieder weg. Ich hab doch gesagt, das geht nicht. Du solltest abhauen. In der Hoste. Ja, ja. Ja, es war so. Akuri nao. Dobone, zarahe. Edin, ne? Tote, je. Kaknoast, ad. Bendeko, doch krass. Ado, bendeko, no, doch, do. Ist okay. Du kannst hier schlafen. Komm rein. Wie heißt du denn? Jody. Ich bin Paul. Das sind meine Söhne, Corey und Jay. Meine Mutter, Shimasani. Wunder dich nicht, wenn sie dir nicht antwortet. Sie spricht seit Jahren nicht. Der Tisch ist gerade gedeckt. Willst du mit uns essen? Ja. Ja, danke. Die sehen für mich etwas wie Indianer aus. Oder einfach Stammesvolk. Das muss man echt gut tun, nach so einer langen Zeit. Wir sehen nicht viele Anhalter hier draußen. Na, wo geht's hin? Ich habe keine Ahnung, wohin, aber wir sind ehrlich. Ich ziehe einfach umher von Tag zu Tag. Ich schätze, wenn ich lang genug reise, dann finde ich vielleicht mein Ziel. Verstehe. Ihr gehört zu den Navajo, richtig? Wir sind die Nee. Das heißt die Menschen auf Navajo. So nennen wir uns selbst. Das ist die erste Ranch in der Gegend seit Meilen. Es gab mal mehr von uns. Die meisten sind in die Stadt. Das Leben ist hart hier draußen. Ihr wohnt wirklich weit abgelegen hier. Meine Familie lebt hier seit Generationen. Ich bin hier geboren und werde hier auch sterben. Die Jungs sollten weggehen. Ich weiß, das ist nichts für sie hier. Aber sie hängen an ihrer Oma und mir also. Was braut sich da an? Ein Sandsturm? Es ist spät. Jay bringt dich in dein Zimmer. Gute Nacht. Du mit? Ja, klar, gleich. Kurzen Moment bitte. Ich möchte mich ja etwas umschauen. Und mich würde es interessieren, was jetzt hier draußen passiert. Kann ich leider nicht anschauen.
Hier ist Paul. Und nebenan ist Freizimmer. Ein Sohnemann. Was zur Mutter? Okay, gut, wir können so gar nichts machen. Sorry, ich bin hier. Du bleibst in deinem Zimmer. Was immer du auch hörst. Was ich höre? Wie meinst du das? Wenn du am Leben hängst, verschließ die Tür und komm nicht raus bis zum Morgen. Was zum Teufel? Was passiert hier? Bisher noch nichts. Asche. Was macht Ihnen solche Angst? Das frage ich mich auch. Okay, dann mal Zeit zum Schlafen, schätze ich. Ich weiß. Ich weiß, es ist wirklich seltsam hier. Keine Sorge. Morgen Abend sind wir längst weg von hier. Gute Nacht, Aiden. Gute Nacht. Du bleibst in deinem Zimmer. Was immer du auch hörst. Manchmal macht einem das Spiel schon etwas Angst. Vor allem, wenn keine Ahnung hat, was passiert. Scheiße. Was ist denn hier los? Aiden, öffne irgendwie diese Tür. Wir sollten im Zimmer bleiben. Aber das kann ich nicht. Mich bei der Tür vertan. Okay.
ist das wirklich so gut, dass wir jetzt hier draußen im Gang sind? Sie haben alle sehr Angst. Paul? Los, mach auf! Was zur Hölle ist hier los? Geh jetzt zurück in dein Zimmer, sofort! Bitte, Jodie. Los, tu es einfach. Tut mir leid, das nimmt mich zu sehr wunder. Daher. Hundi. No. Die werden mich bestimmt dafür hassen, aber. Hier. Ich sagte, bleib im Zimmer! Was zur Hölle war das? Geh wieder ins Bett. Du kannst morgen gehen. Was für eine Nacht. Alles scheint wieder normal zu sein. Oder auch nicht. Okay. Werden wir jetzt von einem Geist verfolgt? Ist wohl jemand Baseball-Fan? Wahrscheinlich würde man die ganzen Leute hier kennen, wenn man sich mit Baseball auskennen würde. Tue ich mich aber nicht, von daher keine Ahnung, wer diese Leute sind. Du sahst fertig aus. Die Jungs sollten dich nicht wecken. Danke, das war echt nötig. Willst du einen Kaffee? Gerne. Wird jetzt wirklich nichts aufgeklärt, was das Ganze war. Ich möchte mich mit Paul unterhalten, bitte. Ich bin dann mal weg. Danke. Hier gibt's eine Menge Arbeit auf der Farm.
Vielleicht willst du für ein paar Tage hierbleiben. Du kannst uns helfen. Ich kann nichts bezahlen, aber... Jetzt ein Dach über dem Kopf und Essen auf dem Tisch. Wie sieht's aus? Ja. Ja, wieso nicht? Gut. Du findest Klamotten in Corys Zimmer. Wir sehen uns draußen. Einsatzbereit? Ich bin startklar. Die Schafe brauchen Wasser. Das kriegst du doch hin. Klar. Sicher. Hi. Mein Name ist Jody und ich werde eine Weile hier bleiben und arbeiten. Ich hoffe, das macht Ihnen nichts aus. Die ist ja wunderschön. Haben Sie die selbst gemacht? Wie schade, dass sie nicht spricht. Ganz kurz mal umschauen. Schach passiert. So, du bleibst also eine Weile. Es scheint wohl so. Klasse. Ich meine, es ist gut, wenn jemand hilft. Hä? Ach so, boah. Nee, hä, was? Die ist doch auf dieser Seite. Die Badewanne, oder? Danke, Jody. Oh, holst du etwas Heu vom Heuboden? Die Steuerung manchmal etwas nervig. Mache ich gleich, nachdem ich mir dieses eine Schaf angeschaut habe. Oder zwei Schafe. Holy shit. Hier gibt's wohl auch irgendwelche mysteriösen Gestalten, die nicht gerade freundlich sind. Okay, na dann, los geht's. Hilf mir, Aiden. Claro. Aiden ist immer dazu. Ganz sachte, Aiden. Nur ein Ball, nicht den ganzen verdammten Heuhaufen. Ist ja gut.
Joe, die kann anpacken. Hat sie ihm. Hey, Jody! Lunch? Okay, ich mach das hier nur schnell fertig. Pack's irgendwo hin. Danke, Jody. Zeit zum Essen. Essen gibt's bei den Jungs, wenn du willst. Kommst du auch? Nachher. Ich hab hier noch zu tun. Okay, na dann. Setz dich doch. Danke. Ist das wahr, dass deine Großmutter nicht spricht? Schon seit Jahren? Ja. Mein Vater sagt, sie redet kein Wort, seit meine Uroma damals gestorben ist. Das sind bald 30 Jahre. Okay, das ist lange. Sind noch andere Navajo-Ranches in der Nähe? Es gab mal um die 50 vor ein paar Jahren. Aber jetzt nur noch uns. Die anderen hatten Angst vor... Die anderen wollten stattdessen in die Stadt ziehen. Nicht jeder wohnt gerne hier draußen. Sie verschweigen etwas. Da waren tote Schafe. Was ist denn da passiert? Der Sturm. Sie laufen aus dem Pferch und ersticken dann am Sand. Klingt logisch. Ich meine, da lagen die Kadaver, die Innereien waren, die waren komplett herausgerissen. Hier gibt's Kojoten. Kojoten sind grausam. Stellst du immer so viele Fragen? Wenn ich eine Sache nicht kapiere, ja. Ja? Wie wär's, wenn ich dich mal was frage? Etwa, wo du herkommst, was du hier draußen willst. Wird dir nicht so gefallen, ha? Huh? Also behalte deinen Scheiß für dich und hör auf mit den blöden Fragen. Entschuldigt mich, ich muss arbeiten. Der meint's nicht so. Er ist okay, wenn er sich abregt. Ja, bestimmt. Tja. Ich schätze, ich mach lieber weiter. Sonst dreht Bar durch. Wir sehen uns. Toll, Jody. Was sollte jetzt dieses Map toll? Weil sie zu viele Fragen gestellt hat. Hey, hast du noch was zu tun, Paul? Nein, aber die Jungs brauchen vielleicht noch Hilfe. Okay, ich guck nach. Danke. Geh mal schauen. Bei den Pferden. Mal sehen, was Jane macht. Blöder Sturkopf. Nie will er mit den anderen mit. Darf ich's mal probieren? Kennst du dich mit Pferden aus? Nein. Geh ruhig rein. Mein Name ist Ashki. Ashki.
Hey, Ashki. Hab keine Angst, ich komme jetzt rüber zu dir, okay? Ruhig. Ruhig, mein Guter. Ganz ruhig. Ganz sachte. Sorry, aber der Blick von Jodie. Irgendwie nichts. Nee. Hä? Aber irgendwas muss ich ja machen. Ich kann nur geradeaus laufen. Da verstehe ich irgendwie wieder was nicht. Hä? Ich komme ja hier auch nicht. Das war klar. Ich meine, gut, dass du dich nicht verletzt hast, um mich zu beeindrucken. Wenn du dich duschen willst, schau mal hinter der Scheune. It is first. Kein Problem für mich. Der Jay ist echt ein mies gelaunter Typ. Und wo ist Cole? Wenn er Cole heißt, glaube ich. Zuerst möchte ich mich hier nochmal etwas anschauen. Vielleicht kann man ja irgendwas machen. Da hat's ein Buch, zum Beispiel. Aha. Irgendwas hat's mit denen auf sich. Nur was? Ich frage mich, wenn man zu lange oder länger das mit dem Pferd machen würde, ob man es vielleicht irgendwann mal hinbekommt. Oder ob man immer scheitern wird. Ich brauche jetzt echt eine Dusche. Nice improvisiert. Das muss sicher echt eiskalt sein.
Rover. Und dann rannte der Typ weg und wisst ihr was? Er wurde nie wieder gesehen. Es ist Zeit fürs Bett. Was passiert hier? Warum verriegeln wir das ganze Haus? Geh einfach in dein Zimmer, Jodie. Und komm nicht raus, egal was passiert. Erinnerst du dich an die Schafe? Ich will nicht, dass dir was zustößt. Gott, um Gottes Willen, Paul. Was geht hier vor sich? Jetzt geh in dein Zimmer. Du kannst gar nichts tun. Odo. Ich glaube schon, dass ich was machen kann. Krass aus. Aber wohin muss ich? Zu den Schafen vielleicht? Jodie, go. Scheiße. Ich weiß nie, welche Richtung ich da gehen muss. Schau dir nicht sterben, kann ich alles gut. Ich wäre schon längst draufgegangen. Man sieht so schlecht, in welcher Richtung man ausweichen muss.
Heilige Jodie. Scheiße. Jodie, ich sagte doch, bleib im Zimmer. Du könntest tot sein. Was ist hier los? Was war das für ein Ding? Du hättest auf mich hören sollen. Und im Zimmer bleiben. Jetzt sag mir die Wahrheit. Sag mir endlich, was hier los ist. Es ist Jeizo. Er will Blut. Nichts anderes interessiert ihn. Wir können nichts dagegen tun. Bei Geistern sind wir machtlos. Böse Geister scheuen diese Welt. Wenn er hier ist, hat das einen Grund. Kennst du mich noch, Ashki? Wir sind Freunde, oder? Ich stelle jetzt meinen Fuß in den Steigbügel und komm hoch, okay? Yes. Ganz ruhig. Wie genau geht's jetzt hier vorwärts? Hey, was denkst du, Ashki? Wir sind ziemlich gut, hm? Dein Geheimnis muss mir das Pferd noch verraten. Hey, hör mal, ich reite raus und sehe nach den Churros. Willst du mitkommen? Sicher. Na dann los! Ja! So. Wir werden dieses Ding bestimmt noch betreiben können. Die Oma bestimmt auch wieder zum Sprechen bringen können. Sind Schafe. Okay. Habe ich nicht gewusst. Hör zu, ich weiß, dass du nicht darüber sprechen willst. Aber ich muss wissen, was passiert ist letzte Nacht. Erscheint der Spuk jede Nacht? Er kommt mehrere Nächte und dann für Monate nicht mehr. Aber es ist niemals ganz vorbei. Und die Geister rund um euer Haus. Weißt du, wer sie sind? Mein Vater sagt, dass 5 Wächtergeister unseren Stamm immer beschützt haben. Sie kommen nachts, damit uns Jeizo nicht tötet. Ich weiß nicht, ob's stimmt. Aber Jeizo war bis heute noch nie in unserem Haus. Jetzt will ich dir aber mal ein paar Fragen stellen. Was willst du wirklich hier draußen mitten in der Wüste? Sieht fast aus, als würdest du vor was wegrennen. Ich schätze, ich versuche zu vergessen. Nochmal neu anfangen. Am Ende bin ich auf der Flucht vor mir selbst. Du bist wie wir. Du hast auch ein dunkles Geheimnis, nicht wahr, Jodie? Ich muss dir was beichten. Ich... Jay! Jay! Wie geht die Klisch? Oh, ist es er? Der Bär war ein Schock. Ich auch, ich bin in der Rech.
Das war Pa. Kein Wasser auf der Ranch, muss was mit dem Brunnen sein. Ich sehe auf dem Rückweg vorbei. Ich kann nachschauen, wenn du willst. Ja, ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich tue, was ich kann. Wo ist der Brunnen? Da drüben. Da ist eine Windmühle. Nicht zu verfehlen. Okay. Ich sehe dich dann auf der Ranch. Okay. Bis später. Bis später. Schauen wir uns das Ganze mal an. Ich dachte schon, dass diese Geister irgendwie Wächter sind oder so. Das Haus vor diesem Totenkopf geschützt haben. Das habe ich mir irgendwie gedacht. Ist das hier für eine Lehmhütte? Wow. Sieht ja interessant aus. Das ist keine Voodoo-Puppe. Jetzt Crown. Crown heißt doch Krone. Oder nicht? Also wir doch. Ganz toll, Aiden. Die Pumpe läuft jetzt wieder. Genau. Und bevor wir zurückkehren, gehen wir mal dieser Spur nach. Pferdchen? Hä? Oh. Komm schon. Na, Aschki. Auf geht's.
sollten wir wahrscheinlich nicht unbedingt machen. Ganz alleine. Mitten in der Wüste. Aber ich möchte wissen, was es damit auf sich hat. Was ist denn Fort Crown? Kannst du was sehen, Aiden? Ja, du kannst auch was sehen. Die Soldaten im Fort. War das etwa Yeichzo? Scheint mir fast so. Und es sah zumindest danach aus. Müssen wir den finden? Und wo soll er sein? Also wahrscheinlich der Weg entlang. Das ist echt wieder so ein langes Kapitel. Fast schon eine ganze Stunde. Aber es ist auch ziemlich interessant. Dort drüben ist wohl dieser Baum. Die Teufelsburg. Der Platz aus meiner Vision. Genau hier. Es ist nichts hier. Was soll ich entdecken? Das frage ich mich auch. Kannst du was sehen, Aiden? Da was vergraben? Sie wurden umgebracht. Die Existenz.
Geister. Sie trugen diese rituellen Masken. Danke, Aiden. Und überall ist dieses Amulett. Schlau, das wird das alles mitnehmen. Seltsam. Der hat keinen Talisman. Was hat das zu bedeuten? Die Großmutter. Der fünfte Talisman. Das Baby trägt ihn um den Hals. Und die Decke. Hilf mir, Aiden. Ich muss sehen, was passiert ist. Das ging alles viel zu schnell. Ich hab's nicht verstanden. Es ist so undurchschaubar. Ein unfertiges Puzzle. Ich werde den Talisman Paul zeigen. Vielleicht weiß er was. Möglicherweise. Aber ich denke nicht, dass er erfreut sein wird. Nicht gut. Come on, Ashki. Kommt das auf dich zu? Jodie. Da ist der fünfte Talisman. Die Decke. Habe ich gesagt. Das war die Decke von dem Baby. Mutter gab sie mir. Wie auch ihre Mutter davor. Und außerdem noch dies hier. Der fünfte Talisman. Sie waren verloren, voller Hassgefühl auf den weißen Mann.
Wir beschworen den Geist, um den Feind zu ermorden und Rache zu üben. Aber er ließ sich nicht stoppen. Er war noch sehr hungrig. Hungrig nach Blut. Hey, Itzo ist zurück. Er ist gekommen, um uns alle zu töten. Eure Vorfahren. Sie sind die Wächter rund um euer Haus, hm? Sie wussten, es war falsch. Dann kehrten sie zurück und beschützten uns vor dem Bösen, das sie befreit hatten. Sie brachten die Existenz her, also muss es einen Weg geben, sie zurückzuschicken in ihre Welt. Sie benutzten ein Ritual zum Öffnen des Portals. Ich kann mich noch an die alten Gesänge erinnern, aber das Ritual kennt schon lang keiner mehr. Ich habe es gesehen. Ich habe das Ritual in meiner Vision gesehen. Los, ich bereite es vor und Sie helfen mir mit den Ritualgesängen. Beeil dich! Ich höre ihn kommen. Okay, go. Ein Feuer. Ich muss ein Feuer anzünden vor dem Haus. Bringt nichts, wenn du tausendmal dagegen schlägst. Okay. Okay, was zum Anzünden fürs Feuer. Das wird alles gut, das schaffen wir. Ich kann mich nicht bewegen. So. Das war's. Wir haben die fünf Seelen. Shimazani, fangen Sie jetzt mit den Gesängen an. Scheiße.
Holy moly. Jody! Ich wünschte, ich hätte euch helfen können. Dank dir verstehen wir jetzt, was passiert ist. Ich hab's wohl... Das ist viel wert. ...vollständig versiebt. Wir halten durch und leben mit dem Ding. Und hoffen, dass es einmal wirklich nicht mehr zu uns zurückkommt. Was planst du? Wo willst du jetzt hin? Ich weiß es nicht. Ich hab gedacht, meine Gabe wäre ein Fluch. Ich hab langsam gehofft, dass ich damit auch jemandem helfen kann. Aber die letzten Tage zeigen, dass das nicht stimmt. Hey, Jody! Du hast nicht gedacht, du müsstest laufen, oder? Hat ziemlich gedauert, aber ich habe es zum Laufen gebracht. Ist deins. Na los. Sieh es als kleinen Dank an. Heilige. Oh no, Ritual nicht abgeschlossen. Fuck. 9%, scheiße. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Aiden hat das Haus erkundet. 68%. Motorrad nicht repariert. Ich bin zum Motorrad hingegangen, aber ich konnte nichts machen. Okay, 92%. JD war halt gesagt, 86%. Das Ritual nicht abgeschlossen. 9%. Also eigentlich haben wir rein gar nichts erreicht. Dieser Geist wird immer wieder auftauchen. Weiß Gott, wie lange noch. Und wir hätten das Ganze stoppen können. Aber ich habe versagt, offensichtlich. Nach draußen gegangen, 54%. Von Geistern gerettet worden, 49%. Paul nicht gerettet, 74%. Jay zum Abschied umarmt. Hä? Haben wir das? Habe ich wohl übersehen? 53%. Okay. Das war ja mal ein sehr interessantes Kapitel. Mit vielen Hochs und Tiefs, wie man so schön sagt. Über eine Stunde. Ich würde sagen, ich mache eine kurze Pause mal. Somit vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Beyond Two Souls. Tschüss.
I was wrong. The words I spoke, I've been saying many things that are hurtful. Your tear-shed eyes, your fragile mind, 'cause I'll be dancing on my own tonight. I know December's hard to cope with. I know I cost you lots of pain, but I did not mean to let you down this way. But I know deep inside I let your smile fade away. Let your smile fade away. I remember when we used to lay on the grass and watch the sun go away. But now you're gone.